Hallo liebe Fische-Singles, wir schauen allgemein kollektiv in die Energie des Sommers, schauen natürlich auch, wer da reinkommt. Denkt immer dran, das ist eine allgemeine Legung, ja, und das ist eine Energie von vielen unendlichen Möglichkeiten, die auf den Tisch gelegt werden können. Ganz wichtig zu wissen, alle Infos zu den Kartendecks findest du in der Infobox, auch den Link zu meinem Shop und wir gucken mal. Ich glaube, so rum war es richtig, ne? Jetzt war ich gerade abgelenkt. Wir haben das Haus, die Basis, das Ankommen, dein Seelenhaus. Und ja, gefühlt ist hier so ein bisschen zeitreif für neue Sehnsüchte, zeitreif auch für einen neuen Zyklus und vor allen Dingen auch zeitreif zu gucken, okay, wovor hast du Angst, ne? Aber welche Sehnsüchte sind auch da? Der Mond, Sehnsüchte, Ängste, neuer Zyklus. Und jetzt frage ich mal, wie die Person ist, die hier reinkommt. Vielleicht eine spirituelle Person, eine Person, die sich sehr von ihrer Intuition leiten lässt, von ihrem Instinkt leiten lässt. Okay, wir haben hier eine sehr, sehr gute Energie liegen. Ja, die Hohepriesterin ist übrigens auch dem Wasserelement zugeordnet. Und dem Mond zugeordnet tatsächlich. Und wir haben hier eine Person mit Interessen, eine Person, die ja vielleicht tatsächlich auch spirituell ist, die Erfahrung hat, die auch Verborgenes ans Tageslicht bringen kann, die ja, wie gesagt, auch die gegensätzlichen Energien vereint, die hört auf ihre innere Stimme. Diese Person folgt auch so ein bisschen dem Ruf ihrer Seele. Und wir haben mit dem Ast der Stäbe definitiv eine Person hier liegen, die auch gerne die Initiative ergreift, die die Gelegenheit nutzt, die hier in gewisser Weise auch für das Thema Geburt und Neubeginn steht. Ja, die Zeit ist reif, hier in einen neuen Zyklus reinzugehen und das weiß diese Person auf jeden Fall auch, in dem Fall tatsächlich auch mit dir. Grundsätzlich, das Element Feuer steht für den Geist. Ja, für dich im Umfassenden, für deine Seele, für dein inneres Feuer, für Wachstum. Und das hat diese Person auf jeden Fall auch inne. Und vor allen Dingen haben wir hier die Thematik der Genesung drin. Hier ist eine Person, die ist sehr freudig, die feiert vielleicht auch gerne, hat Spaß am Leben, ist in der Energie der Erfüllung und pflegt natürlich auch in gewisser Weise ihre Freundschaften, ist sehr kommunikativ. Ja, und hier kündigen sich natürlich auch Seelenverträge an, aber auch ja, erfüllende Liebe tatsächlich. Also hier könnte auch durch Zufall in gewisser Weise, ja, wir haben hier Zufall, glückliche Zufälle, kann sogar das Thema oder kann es sogar bedeuten, dass du hier unerwartet Freude bekommst. Also hier kündigt sich auf jeden Fall ein Höhepunkt an in diesem neuen Zyklus. Das kann ich schon mal sagen. Eine sehr offene Person liegt hier im Kartenbild. Wie geht es denn hier grundsätzlich weiter? Hier wird beleuchtet. Hier werden die Wolken unter die Lupe genommen. Negative Gedanken, negative Emotionen. Emotionen, die im Verstand verankert sind. Ja, wir haben hier Schattenthemen mit dem Fuchs. Und wir haben die Leichtigkeit, das kleine Glück mit dem Klee, aber auch das Thema Frühlingserwachen. Okay, der Mond fällt auf den Kopf. Grundsätzlich ist dazu zu sagen, dass hier Ängste sind, die im wahrsten Sinne des Wortes blockieren. Ne? Der Mond im Lennemont steht natürlich auch für die Ängste. Ne? Was hältst du im Verborgenen? Wovor hast du im wahrsten Sinne des Wortes Angst und blockierst damit letztendlich auch das ja, Erfüllen deiner Sehnsüchte, deiner Wünsche, deiner Träume. Der Mond auf dem Kopf ist auch so ein bisschen die Instabilität zeigt, die Instabilität zeigt und letztendlich auch eine Gefahr darstellt vor Täuschung. Ja, täusch dich nicht in dir selbst, täusch dich aber auch nicht in anderen Menschen. Ja, vorverurteile nicht, auch das ist hier ein Aspekt, der wichtig ist. Und ich weiß noch, ich habe mal gesagt, Fische im Groben, ne? Es ist nicht allgemein gemeint, also es ist allgemein gemeint, nicht persönlich gemeint. Fische, ich weiß das noch aus den Wochenenergien, je nachdem, welche Dekade du bist, also da gibt es durchaus Unterschiede. Aber im Groben und Ganzen hat der Fisch manchmal das Problem, dass er sich gerne aus seinem Teich holen lässt, anstatt selber mal
zu schwimmen und zu gucken, okay, ist da vielleicht irgendwo ein Durchgang, dass ich ins offene Meer komme, dort, wo die Fülle wartet. Ja, vielleicht ist in dem Teich, wo du bist, einfach nichts mehr, wo du ja auf Gleichgesinnte triffst, in Anführungszeichen. Und das ist manchmal das Problem gewesen. Und ich habe da auch schon bitterböse Kommentare zu bekommen, wo ich gesagt habe, so ja, aber es ist ja nun mal das, was auf den Tisch fällt. Und es haben ganz viele Fische drunter geschrieben, ja, es ist so, ich bin wirklich scheiße faul und lass mich gerne abholen. Weil es allgemein gemeint ist. Ne? Wer sich persönlich angegriffen fühlt von so einer Aussage, ha, ich weiß nicht, ist ein bisschen schwierig, ne? So sehe ich das immer. Okay, wir haben das Gegenüber hier. Ah, man könnte schon gleichsetzen. Ne? Hier ist ein Stab, jemand, der gerne die Initiative ergreift, jemand, der auch hart ins Gericht geht, muss man einfach auch so sagen. Schwerter sind Verstandesmenschen. Und es kann durchaus sein, dass dieser Mensch dir hier so ein bisschen den Kopf gerade rückt. Vor allen Dingen, weil eben hier, ja, du so ein bisschen auf dem Kopf liegst, ne? Der Mond ist ja nun mal auch Sternzeichen Fische, muss man einfach auch bedenken. Und hier ist definitiv, ja, ein Teich absolut nicht mehr in der Lage, hier irgendwie Fülle zu generieren, wenn man das mal so sagen kann. Und der Schwertkönig, der sticht da so ein bisschen rein, ne? Der Pi sagt etwas. Der ist sehr mitfühlend, muss man einfach auch wissen. Dafür muss man aber auch in der Lage sein, ein bisschen in die Tiefe zu gehen bei so einem Luftelement, das ist tatsächlich so. Und wenn du es hier mit einem Luftelement zu tun haben solltest, obwohl wir hier ja auch Wasser drin liegen haben, denkt immer dran, je nachdem, wo eure anderen Sternzeichen in der Chart platziert ist. Ne? Heißt das nicht, dass nur weil jemand jetzt Sternzeichen Zwilling, Wassermann oder Waage ist, dass diese Menschen kaltherzig sind. Ganz im Gegenteil, die sind sehr mitfühlend, aber sie sind halt nicht so, dass sie jedem ihre Fülle direkt präsentieren. Das ist wie, wenn du die Luft anguckst. Du kannst die Luft nicht sehen per se. Du siehst auch nicht die Feuchtigkeit, die in der Luft ist. Außer es ist jetzt tatsächlich Nebel oder Wolken da. Ja, dann kannst du die Feuchtigkeit sehen. Aber grundsätzlich in der Luft um uns herum ist auch Feuchtigkeit drin, aber die sieht man nicht. Und so ist es halt auch beim Schwertkönig oder generell bei den Schwertenergien oder Schwertkönigin. Es ist da, aber man muss halt wirklich schon ein bisschen mehr, ja, tatsächlich auch in die Verstandesenergie reingehen, um zu wissen, ah, da ist ja nicht nur Luft, sondern da ist ja auch Wasser drin, ne? Und der Schwertkönig ist eine Person, natürlich Verstandesmensch, sehr intelligent, eine Führungsperson, sehr autoritär, sehr weise. Ja, wie gesagt, fällt auch faire Entscheidungen, muss man einfach auch so sagen. Ne? Hier gibt es harte, fundierte Ratschläge und das schmeckt halt auch nicht jedem. Das muss man einfach auch wissen. Das könnte natürlich schon dafür sorgen, dass hier so ein bisschen die Energie reinkommt von, hey, ich... ja, ich will das gar nicht hören. Ne? Sowas wird mir gerade reingegeben. Ich will das nicht hören, was du mir hier gerade erzählst. Ich will hier nicht, dass du mir meine Fehler vorhältst. Dabei ist es ja eigentlich eine Einsicht, wenn diese gewonnen wird, die dafür sorgt, dass dieser Fehler nicht wieder passiert, ne? Oder dass dieser Fehler aufgelöst wird. Wie gesagt, wir haben hier Schattenthemen. Hier darf es in den Verstand gehen. In die negativen Emotionen, in die blockierenden Glaubenssätze. Der Wagen auf dem Kopf. Blockierte Fortbewegung, ne, oder blockierte Bewegung generell. Ungelöster Konflikt zeigt sich hier. Auch so ein bisschen der Zusammenbruch. Ne? Hier lösen sich auch Träume auf. Hier werden auch Träume aufgegeben. Vielleicht, weil es einfach die falschen Träume waren. Ja, weil es Träume sind, die unrealistisch sind. Unrealistische Erwartungen, die einfach auch an den Tag gelegt werden. Wie gesagt, wenn ich allgemein auf den Fisch gucke, unabhängig jetzt von Dekade und weiteren Aspekten, denkt immer dran, das ist jetzt nur komplett allgemein, ist es halt einfach meistens ein Mensch, der sich abholen lässt. Na, denkt da immer dran. Und der Wagen auf dem Kopf zeigt auch, dass hier so ein bisschen eine Ziellosigkeit ist, ne? Mangel an Selbstdisziplin. Und da haben wir wieder das Thema, was ich halt auch angesprochen hatte. Grundsätzlich ist es ja so, wenn jemand etwas erreichen möchte, muss er sich vorwärts bewegen. Und gerade als Fisch bist du ja durchaus in der Lage, mit der Fülle an Emotionen, die du hast, hier wunderbar durchs Leben zu, ja, zu gleiten, wie auch immer, um einfach auch an deine Ziele zu kommen. Weil dafür müsste erstmal, ja, der erste Flossen Schlag gemacht werden. So ist es hier halt auch so ein bisschen. Ne? Und jetzt haben wir hier halt eine sehr, ja,
wundervolle Energie beim Gegenüber. Und dann gibt es hier auch noch ein Latz von Bug, sagt man ja gerne mal, ne? Ein Ratschlag. Und du hast das Gefühl, du müsstest hier direkt alle Träume über den Haufen schmeißen. Nee, nur die, die überhaupt nicht wert sind, geträumt zu werden, in Anführungszeichen. Träumen darf man. Jeder darf träumen, was er möchte. Um Gottes Willen. Aber es ist natürlich wichtig zu gucken, okay, was kann jetzt realisiert werden? Ne? Ich hatte es ja schon angesprochen. Wie gesagt, wir haben hier Luft mit Wasser. Und jetzt zeigt sich hier auch noch der Kelchkönig. Und das ist ja nun mal der Seelentherapeut. Das heißt, dieser Mensch hat tatsächlich emotionale Fülle. Der Kelchkönig ist sehr zärtlich, ehrlich, ne, warmherzig, hat sehr viel Empathie, sorgt sich um andere und deswegen macht er das hier auch oder sie, ne, je nachdem, wer dein Gegenüber ist, welches Geschlecht. Der Kelchkönig, der steht auch für so eine sanfte Kraft, ne, ist sehr freundlich, mitfühlend, sehr reif, ist beschützend, liebevoll, ist ein Unterstützer, sehr stabil, ausgeglichen, ist aber emotional intelligent. Das heißt, er in der Kombination hier ist es definitiv ein Mensch, der sagt, hey, mein Magen knurrt, ich hoffe, ihr hört das nicht. Ich muss da erstmal was essen. Es ist definitiv ein Mensch, der sowohl deinen Verstand intellektuell triggern wird, als auch deine Emotionen triggern wird. Einfach damit du erkennst, wie viel Fülle du eigentlich hast und dass du keine Angst davor haben musst, hier in einen neuen Zyklus reinzugehen, keine Angst davor haben musst, dich fortzubewegen, aus deinem alten, ja, Tümpel, kann man mal sagen, herauszukommen, um einfach ins offene Me Wasser zu gehen. Ja, auch wenn du das Gefühl hast, du rennst dabei ins offene Messer, so wollte ich nämlich gerade sagen. Ja, sondern dass du wirklich rausgehst wieder in die weite Welt. Wie gesagt, das ist eine Grundenergie. Ich habe immer das Gefühl, ich muss mich verteidigen. Gerade bei den Fischen, weil die natürlich doch manchmal schon sehr arg sensibel sind, wenn es darum geht, dass ihnen hier jemand etwas sagt. Aber es ist ja nur berechtigt, ne? Ich kann ja nur das nehmen, was sich hier energetisch zeigt. Und wie gesagt, das ist halt eine Energie. Denk dran, es gibt auch Fische, die sind super Arbeitstiere. Ich glaube, ich weiß das gar nicht, erste und dritte Dekade, die ist, glaube ich, sehr aktiv. Ich bin mir gar nicht mehr hundertprozentig sicher. Wenn du dich hier nicht wiederfindest, ist es nicht deine Energie. Wenn du dich hier angegriffen fühlst, dann solltest du auf jeden Fall schauen, dass da doch nicht ein Fünkchen Wahrheit sein könnte. Okay, hier zeigt sich der Neustart im weiteren Verlauf, der Neuanfang, Visionen, ja, kreative Visionen, neue Visionen. Und eine Vision, ja, ist im Gegensatz zur Illusion etwas, was in die Realität gebracht wird, weil es sorgt nämlich für Antriebenergie. Und das heißt, jemand, der eine Vision hat, der eine klare Vorstellung hat, der macht das auch, dass es real wird. Eine Illusion ist etwas, wo wir uns drin festhalten, ne? Ach ja, ich bilde mir mal heute dies und das ein und ich stelle mir vor, wie ich gerade in meinem Haus sitze und 5 Millionen Euro auf dem Konto habe und mich um nichts mehr sorgen muss. Und ja, was passiert? Ich habe einen Tagtraum, der mich nicht weiterbringt. Ja. Und das ist vielleicht auch so ein Traum, der hier aufgelöst werden darf, im wahrsten Sinne des Wortes. Wir haben die Positivität, wir haben das Lebensfeuer mit der Sonne, ja, wir haben das Neuausrichten mit dem Kompass, wir haben den Brunnen, ja, Wunscherfüllung, Wunschbrunnen, vielleicht auch ein Moment, wo du dir etwas wünschen darfst, etwas Reales wünschen darfst, eine Phase der Reflexion auch, um zu gucken, okay, wie voll ist dein Brunnen jetzt, wie viele Emotionen hast du? Der Schlüssel zum Erfolg zeigt sich. Der Schlüssel zur Transformation. Ja, Abschlussenergie hier mit dem Sarg. Eine Verbindung wird geheilt. Ja, Schlange und Ring. Eine alte Verbindung, ein altes Gelübde kann auch aufgelöst werden. Und der Anker, Unruhe. Neue Verbindungen, neues Verankern. Gucken mal. Ritter der Schwerter. Ja, hier gibt es definitiv Impulse. Hier gibt es einiges zu klären mit dem Ritter der Schwerter, mit dieser Energie.
ist natürlich jetzt auch gerade sehr, sehr passend. Ja, hier darf mutig gelöst werden, Lösungen gefunden werden. Hier geht es auch tatsächlich ums Lösen. Und der Ritter der Schwerter ist natürlich auch eine sehr schnelle Energie, ne? Schnelle Veränderung. Hier ist Ehrgeiz drin, hier ist eine Strategie drin, hier geht es in die Logik, ne? Hier werden Argumente gefunden. Und natürlich zeigt das auch in gewisser Weise Kritik. Ja, Kritik, die notwendig ist, um einfach vorwärts zu kommen, kann natürlich auch positive Kritik sein. Grundsätzlich findet hier ein Umdenken statt und das ist letztendlich auch notwendig, damit es hier positiv weitergehen kann. Und ich habe gerade das Ass der Kelche und die vier der Münzen runtergeschmissen. Die kommen natürlich wieder rein ins Deck und dann mischen wir noch einmal kurz durch. So, was kriegen wir denn hier zur Sonne? Also, findet ein Umdenken statt und damit startet es neu. Geduld fällt raus, ja, Überraschungen könnten hier auf dich zukommen im Sommer. Ja, das Neuausrichten ist auf mentaler Ebene vor allen Dingen auch notwendig, weil hier zeigt sich nämlich so ein bisschen Stagnation. Vor allen Dingen auch so eine Beharrlichkeit, die schädlich sein könnte. Deswegen ist es notwendig, sich neu auszurichten. Und vor allen Dingen ist es auch wichtig, um wieder zu Kräften kommen. Ne? Also hier ist Selbstfürsorge angesagt. Deswegen auch der Kompass. Ne? Richte dich wieder ein bisschen mehr auf dich aus. Vor allen Dingen auch so aus, dass du dich neu aktivieren kannst. Also hier eine kleine Ruhephase. Oh, guck mal, hier kommen die ersten zarten Gefühlchen rein. Gefühlchen, was ein Wörtchen. Bube, der Kelche ist rausgefallen. Sehr schön. Also hier gibt es natürlich so diese junge Energie von Gefühlen, ne? Die kann vielleicht auch eine Liebeserklärung eine Rolle spielen. Grundsätzlich zeigt sich hier kindliche Neugierde. Du wirst wieder zu einem Träumer. Ja, denk dran, träumen ist gut, aber denk immer dran, schaff dir daraus keine Illusionen. Stell dir Dinge vor, gar keine Frage, aber so, dass es irgendwann auch in die Realität gesetzt werden kann. Der Page der Kelche steht des Weiteren auch eben für die Bekanntschaften, für neue, unerwartete Wege, die sich öffnen und vor allen Dingen auch für ein offenes und fröhliches Herz. Das heißt, du erkennst, was du hier eigentlich in dir hast. Du erkennst, was du dir wünschen darfst. Du erkennst auch, was du träumen darfst, was auch wirklich realistisch ist. Erste zarte emotionale Regung findet hier wieder statt. Der Teufel. Ja, der Schlüssel ist auf jeden Fall in der Vergangenheit hier zu sehen. Mit dem Teufel geht es um die eigenen Fehler, die gemacht wurden, die vielleicht auch verdrängt wurden, ne, wo du dich jetzt auf jeden Fall in der Energie fragen darfst oder in dieser Phase fragen darfst. Was habe ich selbst in meiner Vergangenheit dazu beigetragen, dass Beziehungen gescheitert sind? So, und das kann niemand sagen, dass er oder sie nie einen Fehler gemacht hat. Ja, auch ich habe irgendwann mal eingesehen, dass ich Fehler mache in Verbindungen, aber dafür sind die Fehler auch da. Ich suche allerdings nicht nur die Fehler beim Gegenüber, und das ist der kleine Unterschied, sondern ich schaue immer, okay, wo haben wir beide einen Fehler gemacht in der Vergangenheit? Ne? Selbstanalyse und Selbstreflexion ist da unglaublich wichtig, um vor allen Dingen auch vorwärts zu kommen, sich bewusst zu werden, hey, auch ich bin kein Unschuldslamm, ne? Auch ich bin früher weggerannt. Es war einfach so, ne? Bevor ich in meinen Dualseelenprozess reingegangen bin, bin ich immer weggerannt. Ich habe nach einem halben Jahr, spätestens dreiviertel Jahr, habe ich versucht, irgendwelche Ausflüchte zu finden, um diese Verbindung zu beenden. Und dann kam auch bei mir immer der Standardspruch, es liegt nicht an dir, es liegt an mir. Ne? Aber einfach nur, weil ich keinen Bock hatte, in die Tiefe reinzugehen. Ich wusste aber nicht, warum, wieso, weshalb das so ist. Das ist ja dann erst in den letzten 10 Jahren ins Tageslicht gekommen. Und so ist es letztendlich auch. Ne? Jeder muss sich selbst auch an die eigene Nase fassen. Jetzt habe ich mir auch gerade an die Nase gefasst, weil meine Nase gejuckt hat, um zu gucken, okay, wo ist eigentlich
ja, meine oder wo sind meine Fehlentscheidungen gewesen? Und das ist hier so ein bisschen der Schlüssel zum Erfolg, ne? Wo sind Co-Abhängigkeiten? Wo ist tatsächlich die Abhängigkeit, dass ich darauf angewiesen bin, mich von irgendjemandem abholen zu lassen, ne? Warum kann ich nicht auf diese Person selbst zugehen? Bestes Beispiel ist, wenn man sich manchmal die Jugend von heute anguckt, gerade so die Mädels, ja, der Typ muss mich abholen. Warum kannst du dich nicht in den Bus oder die Bahn setzen, wenn du noch keinen Führerschein hast oder kein Auto hast? Ne? Wo ist das Problem? Man kann doch auch sich auf halbem Weg treffen oder man fährt halt mal selbst dahin. Ne? Unselbstständigkeit wird mir gerade reingegeben. Das ist halt so mit dem Teufel hier gekennzeichnet. Der Teufel sind einfach auch toxische Verbindungen, die in der Vergangenheit eine Rolle gespielt haben, wo man sich hat ein bisschen verführen lassen, ne, und wo jetzt eben dieses Befreiungsbedürfnis gekennzeichnet ist, um einfach nicht länger in sich selbst zu manipulieren, ja, und auch manipulierend eben zum Äußeren zu werden. Wir gucken weiter. Was kriegen wir denn hier zur Transformation? Eine Wende darf eingeleitet werden. Es gewinnt keiner, wenn man versucht, Recht zu behalten. Das ist einfach so. Hier ist der schwache Sieg gekennzeichnet. Grundsätzlich der Gedankentornado, ne? Fünf der Schwerter, definitiv hier. Eine Wende darf eingeleitet werden. Konfliktenergie, Kurzsichtigkeit, ne? Profit auf Kosten anderer. Hier ist das Thema Manipulation drin. Ja, das darf hier transformiert werden. Wie gesagt, manchmal kann man auch durchaus sehr schmeichelnd sein. Und da muss ich jetzt gerade wieder auf den Buben der Kelche gucken, um an sein Ziel zu kommen. Einige Menschen haben nämlich gerne mal das Problem, dass sie versuchen mit Hilfsbereitschaft, ne, dafür steht der Bube der Kelche ja auch, mit Hilfsbereitschaft versucht, irgendwie Emotionen von anderen Menschen zu bekommen. Das könnte hier so eine komplexe Problematik sein. Dass vielleicht immer zu viel an Emotionen rausgeschickt worden ist, aber halt nicht geguckt worden ist, ist der Mensch auch wirklich in Resonanz? Ja, gibt dieser Mensch was zurück? Ne? Toxische Verbindungen zum Beispiel. Sodass halt wirklich jetzt auch abgewägt werden darf und geguckt werden darf, hey, wem offenbare ich eigentlich meine Fülle? Ne? Ist das ein Geben, Nehmen? Ich hatte das gerade auch mit dem Steinbock. Ne? Ich hatte das in der Steinbocklegung nämlich auch gehabt. So Fische- und Steinbock-Kombination. Das ist zum Beispiel eine schwierige Sache. Gerade weil ein Fisch doch manchmal immer sehr mit Emotionen, ne, mit Wasser schmeißt und ein Steinbock ja eigentlich eher so ein bisschen mehr trocken ist. Da ist natürlich das Gefühl auch in der Tiefe. Ne? Wenn man so die Erde, so eine Kerbe reinmacht, hatte ich gesagt. Dann, sag schnell, dann sieht man erst, ob da wirklich Feuchtigkeit vorhanden ist oder nicht, ne? Wie trocken ist die Erde? Wie nah ist der Grund, oder wie tief muss man graben, um an die Feuchtigkeit ranzukommen, an die fruchtbare Erde letztendlich? Und gerade wenn dann so ein Fisch kommt, ne, der kann da wirklich eine Flut machen. So, und das wäre zum Beispiel so eine Kombination, die allgemein gedeutet, ne? Allgemein problematisch sein kann. Gerade wenn du so wirklich so einen, ja, Menschen hast, der sehr aktiv arbeitet und jemand, der sehr aktiv in seinen Gefühlen ist. Das ist so eine Kombination, da gibt es eine Flut. Ja, was denn das Wort ist? Da verletzen sich beide gegenseitig, weil sie nicht miteinander harmonieren können. Gerade, ich hatte das auch angesprochen in der Legung, wenn so ein Boot lange trocken war, ne, so wie jetzt, es hat eine Woche nicht geregnet. Es hat jetzt Gott sei Dank gestern ein bisschen geregnet oder es hat schon 2 Wochen nicht mehr geregnet. Wenn es halt sehr lange, sehr trocken, sehr warm war und der Boden einfach auch so knüppelhart ist, der kann kein Wasser aufnehmen. Ja, und stell dir mal vor, ja, so ein trockener Steinbock, der lässt sich auf einen feuchten Fisch ein. Keine Symbiose möglich. Ja, wie gesagt, allgemein. Je nachdem, welche weiteren Aspekte du wo in deiner Chart hast, das kommt natürlich immer mit dazu. Deswegen ist das schwierig, bei kollektiven Legungen wirklich hundertprozentig genau die Situation einer einzelnen Person zu erfassen. Dafür müsste eine private Legung genommen werden. So, was kriegen wir denn hier zur Schlange und zum Ring? Erfolg kündigt sich an mit den 6 der Stäben, ne? Einklang von deinen Stärken, deinen Schwächen, Führung, ne? Hier ist der Sieg angezeigt. Du siegst, indem du ein altes Gelübde auflöst und damit eine aktuelle Verbindung auch vielleicht in dir heilst. Ja, 6. Stäbe ist definitiv eine absolut positive Energie. Hier wird auch die Chaosenergie von sich selbst genutzt. Ne? Hier werden Hindernisse überwunden. Hier ist Ehrgeiz drin und letztendlich auch tolle Nachrichten. Hier ist Selbstvertrauen drin. Hier ist Selbstbewusstsein drin. Also
rundum glücklich und vor allen Dingen, du nimmst auch, wenn zum Beispiel Nachrichten von anderen kommen, Komplimente kommen, du nimmst diese hier auch wirklich ernst. Ja, du denkst dir nicht mehr, das ist nur Lug und Trug, ganz im Gegenteil. Du freust dich darüber, wenn du ein Kompliment kommst und du kannst das Kompliment natürlich auch dann dementsprechend zurückgeben. Und was kriegen wir jetzt hier noch zum Anker? Ja, hier wird geplant, ne? Die Karte der Neutralität, die Karte, die letztendlich entscheidet, okay, wie geht es jetzt weiter? Gibt es hier noch Widersprüche, ne? Der Anker ist natürlich auch in gewisser Weise eine Unruhe. Hier könnte noch ein bisschen Reibung vorhanden sein, aber letztendlich ist es auch die Frage, nimmst du jetzt den Anker hoch und begibst dich auf deine Reise mit deinem Schiffchen oder lässt du den Anker an Ort und Stelle? Ne? Es ist eine neutrale Karte, sie zeigt aber an, dass hier schon Fortschritte gemacht werden, dass du dich aktivierst, erkennst, welche Möglichkeiten du hast und letztendlich auch erkennst, okay, ich habe die Wahl zwischen Komfortzone und Abenteuer, ne? Optimismus, bevorstehende Erfüllung und damit auch eine Entscheidung, vor allen Dingen, weil die Welt in deinen Händen liegt. Das heißt, du begibst dich hier von deinem kleinen Tümpel, der immer mehr Gefahr läuft, hier zu vertrocknen, rein ins offene Meer, wo die Fülle ist. Sehr, sehr spannend. Also neue Verbindung definitiv hier schon auf dem Tisch. Es ist ein bisschen schwierig. Ich habe schon das Gefühl, dass der Fisch hier ein bisschen an seine Grenzen emotional und auch verstandestechnisch gebracht wird. Aber letztendlich eigentlich nur, um endlich die Transformation abzuschließen, um eine mentale Wende einzuleiten und zu erkennen, hey, dass eine Beziehung auch Heilung bringen kann, beziehungsweise ein altes Gelübde auch aufgelöst werden kann. Hier zeigt sich zumindest der Anfang mit einer Person, die definitiv Verstand und Herz vereint. Und damit sind wir hier eindeutig bei der Hohenpriesterin. Schöner geht's gar nicht. So, und jetzt gibt es zum Abschluss natürlich noch ein paar Orakelkarten. Vertraue darauf, dass die Liebe dich zum richtigen Menschen führt und deine wahre Bestimmung zu finden hilft. Da haben wir wieder den Buben der Kelche, ne? Wer ist der richtige Mensch? Da sind sogar noch zwei rausgeflippt. Dein größter Wunsch wird sich bald erfüllen. Konzentriere dich auf das Positive im Leben. Da habe ich bewusst zwei Personen ausgewählt. Verbinde dich mit deinem höheren Selbst und finde Wege, um deine spirituellen Fähigkeiten zu stärken. Was kriegen wir hier noch raus? Jungfrau Vollmond. Zeit der Reinigung und Loslassens. Schärfe deine Sinne, ordne dein Leben und fokussiere dich klar auf deine Ziele. Nutze die Präzision und den Intellekt der Jungfrauenergie, um alten Ballast abzuwerfen, Erleuchtung zu finden und neue Fülle in dein Leben zu ziehen. Und wir haben noch den Vollmond im Schützen. Neue Abenteuer sind auf dem Weg zu dir und fordern dich auf, neu zu denken und zu handeln. Konzentriere dich auf dein Wissen und deine Erfahrungen, um diese Herausforderung zu meistern. Dein Horizont will erweitert werden. Ja, lieber Fischer-Single, ich verabschiede mich. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, fürs bei mir sein. Dankeschön auch fürs Liken, Kommentieren und Abonnieren. Und ich hoffe, dass wir uns ganz bald wiedersehen. Ich wünsche euch einen schönen Sommer und sage bis bald. Tschüssi!